Das Mönchgut auf der Insel Rügen. Der Mensch hat hier seit Jahrtausenden Spuren hinterlassen. Vor allem Fischer und Bauern prägten die Kulturlandschaft zwischen Meer und Festland. Die Schäferei Pommernhof liegt am äußersten Zipfel von Großzicker. Ein Sackgassendorf, nach dem nur noch Wiesen, Hügel und Wasser kommen. Er ist nicht wolfsicher, wenn der Draht hochkommt. Es ist ein Gegner, gegen den man sich nicht wehren kann. Man kann nur aufrüsten und dieses Aufrüsten verlieren. Erst einmal wurde ein Wolf auf Rügen gesehen. Aber Zäune sind Voraussetzung für Schadenersatz. Frank Westphal und sein Bruder Christian kennen die Hügel seit ihrer Kindheit. Schon Vater und Großvater hielten hier Schafe. Pommernschafe. Exakt das rauwollige pommersche Landschaf. Es ist spät für den Saisonauftakt. Erst Mitte Mai geht es raus. Das Gras lässt sich Zeit in diesem Jahr. Bleib. Zum ersten Mal dürfen die Lämmer raus, die Anfang des Jahres geboren sind. Das Riesengeschrei gilt Müttern und Lämmern zugleich. Gegenseitig halten sie so den Kontakt. Hannes, fang mal das Lamm hier. Schnell, fangen, festhalten. Okay. Rieke, komm zu Mama. Tina. Es ist wie früher, als Frank und sein Bruder noch klein waren. Auch jetzt muss die ganze Familie mithelfen, wenn die Schafe hoch in die Zickerschen Berge getrieben werden. Komm, geh. Tina, hier, geh rum. Tina, hier, komm. Und lass uns nicht abhauen. Tina, geh rum. Tina, geh. Schafe und Berge? Tina, geh rum. Ein bisschen wie bei Almöhi, Heidi und dem Geißenpeter. Nur, dass die Ziegen hatten. Manchmal sagen die Urlauber deshalb auch die Zickerschen Alpen. Runter in die Wiese jetzt. Und dann geht's am Graben hoch auf den Berg da hinten. Ja, genau. Jetzt kannst du wieder vorne laufen und ein bisschen nach links runterkippen. Etwa 2 Kilometer haben sie vor sich. Ey, festhalten! Jetzt kannst du doch wieder laufen. Guck mal. Die ganz Kleinen und die Schwachen werden chauffiert. Genau. Na, weil die können nur kurz rennen, weil sie klein sind. Deshalb werden sie K.O. Jetzt haben wir erstmal ein paar Lämmer eingesammelt. Jetzt fahren wir zurück zu Papa. Gucken, ob wir noch mehr Lämmer einsammeln müssen. Und wenn die Herde nachher auf der Koppel ist, Mama, lassen wir alle Lämmer wieder raus. Eine schöne goldene Haarspange. Ganz wunderbar. Machst du sie wieder rein? Sonst verlieren sie sie. Kinder, schöne Bilder. Thank you.
Oben angekommen auf dem schiefen Berg. Ob im Scheifen war ich, ob platt. Dieses Stück Land gehört den Westpfalz seit vielen Generationen. Schön ruhig heute. Kau. Also für den Erstaustrieb heute, oder Erstaustrieb für dieses Jahr, war es sehr gut. Die Schafe waren ruhig, waren eigentlich entspannt und gelassen. Manchmal sind sie so rennig, rennen halt wie wild vor, aber das ist heute alles ausgeblieben. Eigentlich war es ein richtig ruhiger Auftakt. Die Hunde können hinten laufen. Die Hunde können laufen. Können, ja. Ja, wir können ja quer fahren. Ab jetzt bleibt die Herde draußen. Wechselt nur ab und zu die Weide. Bis zum Winter. Urlaub macht Frank mit seiner Familie fast nie. Mal ein Wochenende vielleicht. Und selbst dann verlässt er die Insel meist gar nicht. Es kommen ja alle her. In Scharen. Manche reden schon von einer Versültung. Das Biosphärenreservat versucht, die Ströme zu lenken. Bietet Führungen an, um die Augen für den empfindsamen Landstrich zu öffnen. So eine typische preußische Hofstelle haben wir hier hinter mir, einen sogenannten Drei-Seiten-Hof. Also anhand der Anordnung der Gebäude kann man eigentlich unschwer erkennen, warum es so heißt. Wir haben hier das Stallgebäude, im Zentrum der Hofstelle dann das Wohngebäude. Und im Eingangsportal standen immer zwei Bäume. Die wurden eigentlich angepflanzt, um zum einen das Haus vor Witterungseinflüssen zu schützen, Blitzschlag, Hagel, Sturm etc. Wurden durch die Bäume gemildert, sodass die Dächer dann auch nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ranger Thomas Papke ist hier regelmäßig mit den Touris unterwegs. Und wir treffen uns, wenn ich dann mit der Wanderung fertig bin, dann komme ich dann halt hoch, ne, und dann schön, sehen wir zu. Alles vor. Das macht ihr so, ne? Ja. Gut, also, bis nachher. Du hast einen hinter dir stehen, ne? Oh ja. Reingehauen. Der Pommernhof ist Partnerbetrieb des Biosphärenreservats. Schafe pflegen diese Landschaft seit Jahrhunderten. Ohne die Beweidung würde die Landschaft verbuschen und damit die besondere Vielfalt selten gewordener Arten verdrängen. Also wir beginnen unmittelbar vor der Stadt Putbus. Dort haben wir auch unseren Verwaltungssitz, unseren Amtssitz. Und dann an der Linie des rasenden Roland bis vor das Ostsee Bad Binz. Und dann haben wir den Bogen über Selin, Barbe, Göhren bis Tiso und dann einmal quer durch den Greifswalder und Rügenschen Bodden wieder ins Gemeindegebiet von Putbus. Wir sind jetzt in den Zickerschen Bergen hier und die große Wanderkarte haben wir dann nochmal auf der anderen Seite, sodass man nochmal genau seinen eigenen Standort und die weitere Tour der Wanderung hier anschauen kann. Und wenn wir mal uns die Biosphärenreservate anschauen, da steht der wirtschaftende Mensch im Mittelpunkt. Und der Mensch soll natürlich so wirtschaften, dass Ökonomie, also die Wirtschaft und die Ökologie, also der Naturhaushalt, in einem Gleichgewicht sind oder in Einklang gebracht werden sollen. Und dafür gibt es in Deutschland mittlerweile 16 Biosphärenreservate. Drei haben wir in Mecklenburg-Vorpommern. Und das sind Modellregionen, wo diese Wirtschaftsweise eigentlich praktiziert werden soll. Oben Scheifenbarch bringen die Ranger heute Steine zurück. Steine, die Frank und seine Vorfahren hier über Jahrhunderte weggesammelt haben. Genau oben auf der Kuppe? Ja, ne? Hier ist schön. Das ist ja prima hier. Weißt du, ob an dem Fuchsbau was drin ist? Nee, das ist leer. Ja, so ist es richtig. Hier ist gut. Hier ist gut, ne?
Die ist perfekt. Und hier ungefähr da vorne in der Senke habe ich vor 4 Wochen eine Eidechse gesehen. Und deswegen ist das in der Hoffnung, dass sie dann auch hier rüber wandern oder das annehmen werden. Jetzt. Du hast jetzt einen riesen Stein genau vorm Rad. Nein, wir finden drüber. Hier zeigt sich, wer auf dem Acker was zu suchen hat. Ne? Früher habe ich auch immer gesagt, die Alten müssen zuerst verbraucht werden. Und jetzt drehe ich mich um und gucke nach hinten und sehe, ich habe eine ganz schöne Zeitleiste hinter mir. Jetzt komme ich genau da langsam an. Du bist auch alt. Ja, dass sie wirklich hier oben mit der flachen Seite dann auch nicht zu hoch sind. Pass auf, dann machen wir die Großen hier an die Kante und dann versuchen wir die Kleinen hier hinter zu legen. Dass die Viecher dann auch rauf können. Ne? Gut, also den jetzt noch daneben. Ein Stein aus der letzten Eiszeit. Für einen Platz an der Sonne. Dann haben wir nämlich hier einen schönen Hohlraum. Weißt du, was ich meine? Der Sommer neigt sich seinem Ende. Wieder mal war es zu trocken. Die mageren Wiesen sind noch magerer als sonst. Aber eben das ist Pommernstärke, die Frank auch züchterisch beeinflussen kann. Wir wollen ja eine kontrollierte Zucht machen. Und da muss ja dokumentiert sein, welche Mutter von welchem Bock gedeckt wird. Und die Bocklämmer sind jetzt geschlechtsreif, fangen langsam an, die Muttern zu nerven. Und ab 1.9. geht die Deckzeit los. Da werden die Muttern dann den Böcken zugeführt und dann sollen die ja von denen gedeckt werden. Raus aus dem Paradies, zurück in den Stall. Nicht ganz so einfach wie der Weg im Frühling, als es ins Paradies ging. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Also ich persönlich liebe das ja, wenn morgens im Sommer um 4.30 Uhr der Hahn kräht. Aber das ist Geschmackssache. Aber ich weiß, es ist meins. Und dann ist es doch auch noch wieder was anderes. Wir machen das für uns, für unsere Familie, für unsere Kinder. Und zum Bauernhofleben hat was für sich. Kann da gut mit umgehen. Franks Frau Stefanie ist vor 2 Jahren mit eingestiegen auf dem Pommernhof der Westpfalz. Joko! Ah, jetzt sind sie soweit. Dina, komm, beweg dich. Dina, komm hier rum. Dina, ein Australian Cattle Dog. Das glaube ich nicht. Sie ist Anfängerin. Komm raus, Dina, komm raus. Komm raus. Dina, komm raus. Schöne Bilder. Schöne Bilder, wie die Herde nicht so läuft, wie es soll. Heute läuft es nur mäßig. Schafe sind sehr verwirrt und laufen eigentlich in alle Richtungen, wo sie nicht hin sollen. Oh shit, wo kommen die da plötzlich nochmal her? Da, ich glaube es nicht, da sind noch welche. Wo kommen die denn her? Also jetzt sind sie nämlich mal so, dass es nicht passieren soll. Das ist jetzt gerade auch so ein Problem. Jetzt, also trocken Sommer, die Herde bleibt nicht zusammen. Die stoben mal auseinander. An die 500 Mütter mit Nachwuchs müssen zum Hof. Dort soll die Herde heute getrennt werden. Dina, komm! Dina! Leon! Komm her, komm, 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 komm. Komm her, komm, 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 komm.
Lauf! Lauf, Dina, lauf! Dina, komm, geh mir hoch. Geh mir runter. Jetzt wird sortiert. Es ist ein bisschen Zeit, ne? Pass auf, weil genau da müssen die Lämmer raus. So, Mutter raus. Lamm kommt. Mutter raus. Wir haben eine Liste, auf denen haben wir anhand eines Inzuchtkoeffizienten rausgesucht, wie die Schafe am möglichsten nicht verwandt sind mit den Böcken, von denen die dieses Jahr gedeckt werden sollen. Und danach werden wir die jetzt trennen. Das sind jetzt 150 Tiere circa und das ergibt sich so, dass nachher so drei Gruppen werden. Alle wieder in den Trichter. Lass sie durchströmen. Herdentrieb. Wenn eins entwischt, sind alle weg. Also nochmal alles zurück. Immer schleichen, hat Franks Großvater schon gesagt. Schafe reagieren empfindsam auf Druck. Und dann alle auf einmal. Nochmal. So, jetzt muss ich hier nochmal schauen. Warte mal, wenn die Truppe... Frank darf jetzt den Überblick nicht verlieren. Wenn ich jetzt hier aufmache, rennen die in die Ecke. Ah, doch nicht. Gruppe 1 ist fertig. Auf etwa 60 weibliche Tiere kommt später ein Bock. Robustheit, Wolle und Farbe sind zuchtrelevant. Hier sind alle Schafe, die wir heute sortieren werden, aufgelistet. Und hierhinter steht kodiert, zu welchem Bock die sollen. Die sollte schon ein wenig... dunkler sein. Das ist schon ein Grau-Blau. Also dieser dunklere Ton hier unten, das ist dann so eine bläuliche Färbung. Das haben wir auch dabei. Und zack, ab mit dir. Und hier hast du, das ist ein Blau, ein Blau-Grau. Bei uns hier an der Küste ist es so, dass die Außen natürlich verblichen sind. Die Wollen, aber wenn du sie scheitelst, hast du unten drin entweder ein Grau-Blau oder ein Blau-Grau. Das sind die Töne, die wir gerade uns angesehen haben. Und wenn sie nämlich zu dunkel werden, dann neigen sie dazu, dass sie braune Spitzen bekommen, weil die Wolle dann von der Sonne ausgeblichen ist. Da müssen wir mal schauen. Gucken, wenn es hier dann so ein bisschen ausgeht, dann ist die Wolle ein bisschen von der Sonne außen angebräunt. Das sollte eigentlich nicht so sein. Aber wenn ich die Wolle scheitel, sehen die Schafe unten drunter ja noch ganz anders aus. Ganz hinten 57, 213. Fast geschafft. Gleich heißt es wieder aufatmen. Im September kommen die Böcke zu den Gruppen und Ende Januar werden die Lämmer geboren. Nach etwa 150 Tagen Tragzeit. 06923. V. V steht für die Herkunft des vorgesehenen Bockes. Züchter, Familie Vielhaber. Vielhaber mit V. Fast wären die Pommernschafe ausgestorben nach der Wende. Aber mittlerweile gibt es wieder Züchter, die sich eine Region ohne Pommernschaf nicht vorstellen können. Es ist Winter geworden auf dem Pommernhof Westphal. Frank wohnt direkt am Stall. Nicht wie seine Vorfahren auf einem Dreiseitenhof. Die polnischen Schafscherer sind da. Wie jedes Jahr im Dezember. Und der Mann, der die Wolle haben will. Jungunternehmer Marco Scheel. Marco, du bist ja schon hier. Ja, das ist Schimpfen. Hab später mit dir gerechnet. Warum eben? Ich komme, um unangesagt zu kontrollieren. Ich muss was bemängeln. Guck mal. Das ist das Positivmuster. Nicht wahr? Habe ich da raus. Und hier, erkennst du den Unterschied? Überhaupt nicht. Du erkennst hier den Unterschied. Erklär mir das. Na, das sind Wollfollikel hier. Nicht wahr? Und was? Das sind Haare. Hast du das falsche Gras geraucht? Wo willst du hier Haare hernehmen? Guck mal, wie lang die sind. Guck dir die Schafe an. Ne?
Ja, und? Das ist, du kennst die Herde doch. Ja, ja, ja. Aber sowas habe ich eigentlich bei dir noch nicht gefunden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt bist du aber pinschiedrig. Die beiden kennen sich seit Jahren. Der Ton rau wie die Pommernwolle. Das sind diese Haare. Wir hätten bei dir mal lieber die Taschen kontrollieren sollen. Wer weiß, was du mitgebracht hast. Ja, ja, genau. Das habe ich dir jetzt reingetan. Wo sollen denn hier Haarschafe herkommen? Oh. Aha. Das passt. Aber siehst du das? Mhm. Das passt. Kräuselung, Farbe. Ich kann es gerade nicht sehen. Frank. Du hältst es mir so dicht ins Gesicht, dass ich nichts sehen kann. Okay, also, was ich nur sagen wollte, wenn sich Wo das... Kommen denn da wenn Haare sich, her? Das weiß ich nicht. Wenn sich das in Maßen, wenn sich das in Grenzen hält, ist das okay. Aber wenn das sozusagen vom Anteil her schlimmer wird, dann kriegen wir ein Problem. Das ist, also, du brauchst keine Angst haben. Wenn du nachher wieder weg bist, mischen wir das so, dass das nicht so grob auffällt, damit ihr das nicht seht. Ich weiß nicht, also... Ich hatte gehofft, du könntest mir sagen, wo das herkommt. Ja, ist das irgendwie vom... Das kann sein. Das sind einige Mal mit dem Dorper gekreuzt. Das kann sein, dass sie dabei sind. Kaffee trinken kommt wieder und dann ist das nicht mehr so. Dann ist das nämlich unten im Sack. Jahrelang wurde die Wolle auf den Mist geschmissen. Jetzt ist sie wieder was wert. Als nachwachsender und regionaler Rohstoff. Mehr geht nicht. Das hat die richtige Länge. Das hat so eine Stapellänge, 50, 60 mm, einen tollen Silberfaden innen drin, der schimmert. Ich stehe immer da drauf, dass man während des gesamten Prozesses der Herstellung von Kleidung das Endprodukt immer im Kopf hat. Und das hatten unsere Vorfahren, die nämlich selber die Wolle gesponnen haben, das Garn gewaschen haben, gewebt haben. Die haben den ganzen Prozess selber in der Hand gehabt und haben deswegen die beste Wolle an das Tier angezüchtet, mit Versuch und Irrtum, verstehst du? Und deswegen bin ich sozusagen, stehe ich auf die Wolle, die mehr oder weniger am urtypischsten ist, wo wir wissen, sozusagen 1989, als es nur noch 7 Böcke gab, was hatten die für Merkmale? Und das sozusagen, was wir sozusagen als typisch pommersches Landschaft ausmachen. Das ist gut. Ja. Ich hab's schon eine Weile nicht gemacht. Ein Jahr lang schon, ganz genau ein Jahr lang nicht gesponnen. Qualitätskontrolle ohne Labor und Hightech. Nehmen wir mal hier seine. Mal gucken, was wir hier hinkriegen. Top-Qualität. Kannst du nichts sagen. Ich kann den Faden ganz fein ausziehen hier und kriege trotzdem ein recht reißfestes Garn hin. Das ist schon auch für diese Pommernschafe besonders. Die haben halt auch sozusagen, auch die einzelne Faser hat eine sehr, sehr schuppige Struktur, sodass das Garn auch echt gut aneinander hält. Das ist auch bei vielen, gerade feineren Wollen, nicht der Fall. So, Bente, pass mal auf. Guck mal, siehst du, was ich hier mache? Ich mache jetzt einfach aus dieser Wolle hier, ne? Versuche ich jetzt einen Faden zu machen. Siehst du das? Und immer so eine gewisse Menge an Wolle nebeneinander muss man haben. Und dann hält man die hier so fest und dann streicht man langsam hier runter, siehst du das? Und dann dreht die sich ein. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Hier, fass an. Richtig, richtig drücken, zusammendrücken und dann runterstreichen immer. Merkst du das, wie sich das dreht? Guck, ich zieh's hier ein bisschen. Genau, und dann gehst du da vor. Jetzt musst du immer, da musst du immer ein bisschen nachgeben und dann wieder runterstreichen. Die Schafe von eurem Vater, oder ich fange mal anders an. Vor ganz langer Zeit, also wirklich... Ganz, ganz lange Zeit, da kann sich kein lebender Mensch mehr dran erinnern. Da haben eure und meine Vorfahren auch schon hier auf dieser Insel gelebt. Und damals war das Klima aber ganz widerlich, das war ganz kalt. Es war unangenehm, ganz schneidende, lange Winter, kurze Sommer. Und deswegen wuchs hier kein Getreide. Also unsere Vorfahren konnten hier, nicht so wie euer Vater, der baut ja richtig Weizen sogar an, nicht? Weizen baut er an, ne? Gerste baut er an und Lupinen, was noch? Roggen hat er auch ein bisschen, nicht? Ja. Und solche Getreide, die wuchsen nicht hier. Roggen vielleicht ein bisschen, aber hauptsächlich hatten die Hafer. Aber unsere Vorfahren, die wollten auch gerne mal weißes Brot, weißes, fluffiges Brot essen. Und deswegen mussten sie gute Seefahrer sein. Und sind nicht nur über die Ostsee gesegelt, sondern auch übers Nordmeer, bis nach England. Bis nach Frankreich sind die über die Nordsee gesegelt. In offenen Booten, ohne Kajüte. Und
heutzutage fragt man sich, wie haben die das denn gemacht, nicht? Da gab es ja noch keine Plastikklamotten, so wie ihr sie gerade anhabt, die schön warm sind, nicht? Sowas gab es da noch nicht. Also hat man sich gefragt, wie haben die denn das gemacht? Wo haben die denn gepennt? Wie haben die denn das überlebt überhaupt? Stell dir mal vor, im Winter über die eisige Ostsee gesegelt, ja? Bei so einem Wetter wie heute. Stell dir mal vor. Und das, was die hatten, das war eben diese Wolle hier. Aber jedenfalls gibt es noch ein ganzen paar Leute, die diese Geheimnisse von damals sozusagen auch heute noch bewahren. Und einer davon ist euer Vater. Und auch wenn er es nicht zugeben würde und immer behauptet, dass er eigentlich ja nur Geld damit verdient, obwohl man mit den Schafen mit Sicherheit alles kann, aber kein Geld verdienen, ist er trotzdem ein sentimentaler Typ und hängt einfach an diesen alten Traditionen von unserem Volk. Ein Schaf, eine Jacke. Es wird eigentlich das ganze Jahr über geschoren. Du musst jetzt betrieblich auch ein bisschen eintakten. Denn auch die Schafschere, es ist ja ein Job, der das ganze Jahr gemacht werden kann und gemacht werden möchte. Und so ist es lokal Unterschiede, ob ich jetzt Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter schere. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, vorm Dezember, dann habe ich auch alle Tiere im Stall. Und ab Januar kommen dann bei uns die Lämmer. Und dann dementsprechend haben wir dann auch, man sieht es besser bei den Tieren. Die Geburten sind einfacher zu kontrollieren. Ich habe saubere Wolle, weil die ja nicht durch Futter verunreinigt wird. Und ich habe ein bisschen mehr Platz im Stall, weil die Schafe dann etwas schmaler sind. Ob im scheifen Barch auf dem schiefen Berg ist jetzt außer Frank selten noch jemand anzutreffen. Bis kurz vor dem Schnee Mitte Dezember standen die Schafe noch hier in den Hügeln, in den Zickerschen Alpen. Oh, glatt. Aufgrund des Schnees sind die ja schon seit 7 Tagen im Stall, also eine Woche, ne? Wir haben sie dann dieses Jahr etwas früher reingeholt. Mussten ja, es ist ja permanent schneebedeckt. Und da war einfach nichts mehr zu fressen. Auf der Fläche. Und jetzt müssen wir noch, es hat ja gerade getaut, dann kriegen wir die Netze auch gut raus. Noch die Tage jetzt noch die Netze abbauen vor Weihnachten. Und dann holen wir sie immer einen Tag vorher rein. Aber diesmal sind sie halt, wie gesagt, schon 7 Tage im Stall. Und da ist die Wolle schön trocken. Herrlich, angenehm, ne? Es ist einfach zu viel. Übers Jahr gesehen haben wir so viele Touristen hier auf den Hügeln. Ist halt ein beliebtes Ausflugsgebiet, aber ist auf Dauer doch ganz schön anstrengend. Und dann ist diese Ruhe fantastisch. Ein Paradies. Manchmal rau mit Ecken und Kanten. Wie die Menschen, die hier seit 1000 Jahren leben. Auf dem Mönchgut im Südosten der Insel Rügen.